Beste dafür ist auch einfach, wenn man ein iPhone X dazu bekommt, oder? Willkommen zu diesem weiteren Vlog, meine Freunde. Leute, Weihnachten steht bald an, ihr wisst Bescheid, Leute. Das Fest der Liebe, das Fest des dummen Hundes. Oh ja. Vielleicht wird an Weihnachten auch gebraten, Leute. Wir essen ihn dann endlich. Ich weiß, deswegen haben wir halt gekauft. Das musste jetzt ein bisschen reifen, aber dann wird er endlich an Weihnachten gegessen. Ich würde sagen, heute ist Weihnachten und ich habe mir was Cooles überlegt. Und zwar, Leute, habe ich ja schon einiges dieses Jahr an Geburtstag und sowas gemacht. Für meine Schwester habe ich ein Pferd gekauft dieses Jahr. Dieses Jahr ist eigentlich das Fest der Geschenke gewesen. Aber meine Freunde, mit Weihnachten will ich nochmal einen draufsetzen. Wir müssen nochmal was machen. So als krönender Abschluss sozusagen. Diesmal habe ich für meine ganze Familie was Cooles gekauft. Ich zeige euch mal meine Shoppingtour. Let's go! Das ist XR. Ich glaube, das ist perfekt für Lea. Baby, Junge, das sieht mega geil aus, Alter. Und natürlich noch eine Aufladehülle, meine Freunde, ist natürlich klar. Ihr wisst ja, wie kacke die Akkus sind. Deswegen noch eine Hülle dazu. Und dann muss ich noch meine Mama anrufen und fragen, was mein Vater für eine Apple Watch haben will. Es gab zwei Farben und das war für mich zu viel Auswahl. Ich hab da lieber meine Mama angerufen. Und dann kam auch noch der Weihnachtsmann vorbei und hat uns die Geschenke gegeben. Der Weihnachtsmann bringt die Sachen. Genau, da war ich ja genau richtig mit dem großen Schlitten hier heute. So, genau. Dankeschön. Damit. Ja, schöne Weihnachten. So, extrem viel Geld weniger. Perfekt. So, meine Ausbeute ist nun am Start, Leute. Ich habe einmal eine Apfeluhr. Oh yeah, baby. Ein neues iPhone für Lea, wo ich relativ neidisch drauf bin, weil ich auch gerne ein neues hätte. Und eine wunderschöne Hülle. Und für meine Mom habe ich so einen Umschlag hier gekauft. Und da werde ich einfach das Geld reinmachen, was ihr sozusagen meiner Mom geschenkt habt. Denn, meine Freunde, vielleicht erinnert ihr euch mal. Ich habe mit meiner Mom spontan so einen Livestream gestartet. Ich habe dann einfach gedacht, ja komm, wir streamen eine halbe Stunde, weil die müssen weg. Aber gesagt, yo, alle Spenden gehen an das Konto von meiner Mom, weil ich dachte, ja komm, so, das wird schon bestimmt lustig. Da hat man noch 140 Euro gespendet in unter einer halben Stunde. Da muss ich los. Aber mega geil, das kommt auf jeden Fall in den Umschlag und dann schenke ich dir das auch an weiter. Sozusagen von euch. Und jetzt kommt der größte Hassteil. Weihnachtsgeschenke auspacken. Ja, Mac, ich weiß, du bist auch nicht dafür. Da haben wir doch einen guten Helfer hier rechts neben mir, ne? Ja. Außerdem im Iced Out Hoodie, meine Freunde. No Style. Diesen Hoodie wird es außerdem nie wieder geben. Viele fragen mich, Leute, das ist ja einmalig. Einmal eine Weihnachtsedition zu Weihnachten, das wird es nie wieder geben. Oh, ich hab keine Schere hier, Digga. Hier, dein Geschenk. Oh, ja, aber ist trotzdem da drin. Leute, ich präsentiere euch die offiziell hässlichsten Geschenke der Welt. Ja, das ist das teuerste, was ich jemals verschenkt habe und es sieht auf jeden Fall richtig scheiße aus. Ich würde sagen, jetzt müssen wir nur noch zu meiner Family fahren. Lösch, bist du bereit für eine kleine Reise? Nein. Wollt ihr Mauern? Nein. Okay, ich würde sagen, let's go. So, meine Freunde, ich bin jetzt in reine Ankunft, wie ihr schlecht an Lea hier erkennen könnt. Leute, wir waren ja vorhin bei Apple und ihr habt gesehen, was wir gekauft haben, meine Freunde. Halt, stopp! Jeder, der sich jetzt gerade fragt, what the f*** ist gerade hier eigentlich gerade am Abgehen? Warum sitzt Lea neben mir und warum habe ich da gerade meine Geschenke in der Hand? Dann weiß ich es doch. Ich habe mir noch was richtig Dummes ausgedacht. Und zwar habe ich so getan, als ob ich Lea nur eine neue Handyhülle für ihr altes Handy schenke. Und wenn sie dann die Handyhülle auspackt, wird sie dann merken, hä, das ist ja gar nicht für mein altes Handy. Und dann werde ich erst das neue dabei legen. Und außerdem habe ich ihr das schon so ein bisschen verraten, dass sie eine Hülle bekommt, damit es nachher doppelt lustig wird. Hier ist was für mein Dampf drin, aber ich glaube, sie weiß es schon. Es ist so dumm, dass du es gesagt hast. So dumm. Ich hab's aus Versehen ein wenig gesagt. Wieso ist der so dumm? Aber die freuen sich trotzdem noch. Dann hat er heute gesagt, boah, deine Hülle, die ist aber schon ganz schön ranzig. Gut, dass heute Weihnachten ist. Ist sehr dumm, ey. Dann laberst du so eine Scheiße. Aber Madame, Sie wissen das noch nicht. Ich finde das schon sehr hohl. Haha, der Plan funktioniert perfekt, meine Freunde. So, Lea und ich gehen jetzt raus und dann kommt der Weihnachtsmann, ne, Madame? Der Weihnachtsmann. Das Christkind. Der kommt auch, ganz sicher. Glaub auch. Naja, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt kurz raus, gehen einfach mit dem Hund laufen. Oh ja, vielleicht will er auch erste Runde. Oh ja. So, wir sind back. Leute, warte mal, wie viel Uhr haben wir jetzt? Der 24. Dezember, 17 Uhr. Wir sind genau um 17 Uhr wieder da gewesen. Mega, das hat gepasst. Warte, ich muss kurz mal die Jacket ausziehen. Es startet. Und jetzt? So. Singen wir Tannenbaum? Oh Gott. Ja, los geht's. Okay, Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie schön sind deine Blätter. Sie grün nicht nur. Ich weiß den Text nicht, sondern Zeit. Also, warte mal. Ich fange jetzt mit diesem Geschenk an. Okay, Madame. Ich bin mir schon sehr sicher, was das ist, und zwar Reitersocken.
Oh ja. Toll, mein Kingsland-Shirt. Jetzt mein Geschenk, was Sie nicht wissen. Okay, also ich weiß ja gar nicht, was da drin ist. Du hast schon die Geschichte schon gehört. Moritz hat schon gesagt, was drin ist. Nein, habe ich gar nicht gesagt. Ich werde es erzählen, die Geschichte. Also Moritz meinte so gestern zu mir, man hätte so eine Kurschaft. Und dann hat sie die ganze Geschichte, wie sie das Paket angeblich herausgefunden hat, nochmal allen erzählt. Ich möchte das aber ganz schön ranzig. Gut, dass heute Weihnachten ist. Dumm. Ja, sehr dumm. So, I guess hier ist a battery case. Das ist eine Alien. Eine battery case. Na ja, das heißt doch so. Das ist ja auch so eine battery case. Juhu! Scheiße, ich bin dumm. Oh, du hol. Du bist der Dümmste, den ich heute ganz. Ich habe mir das Falsche gegeben. Ich hab ein iPhone X für sein Handy. Oh. Wie dumm kann man eigentlich das sein? Das Beste dafür ist auch einfach, wenn man ein iPhone X dazu bekommt, oder? Madame, sie wurde total verarscht. Und eine Hülle noch dazu, Madame. Oh mein Gott, was hast du gerade getan? Ja, ja! Weiß sie, Madame. Ich habe ein iPhone X. Ich habe ein iPhone X, ich glaube nicht. Ich habe ein iPhone X, Leute. Ich glaub das gar nicht. Eine Apple Watch. Oh! Weihnachten, was wir jemals hatten. Oh yeah. Wollt man das so rausmachen? Oh Gott, das ist so sexy. Das ist so pretty. Jetzt hast du endlich auch mal eine gute Kamera, Madame. Jetzt. Und los geht's. Da-da. Da. Willkommen. Aber ich glaube, wir sind relativ zufrieden, oder? Ja, sehr. Mit meinem Handy fahren jetzt essen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt echt essen. Wir haben richtig Hunger, Alter. Jetzt wird gefressen, Junge. Ich glaub, Moni wird ausrasten, weil ich jetzt am Handy sitze und sie mag das gar nicht. Moni! Hallo! Mein Handy ist wasserfest, ne? Dein Handy ist wasserfest, ja? Geil! Mein Handy ist wasserfest. Ich kann jetzt unter der Dusche Musik, Videos gucken. Wollte ich schon immer mal. Oh, du Geier! Guck mal, er kann stehen! Also, er steht! What the fuck? Junge, what the fuck? So, Flash, das ist ein bisschen unfair. Du bist die ganze Zeit hier unten, jetzt kriegst du auch mal was. Lecker, 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 lecker. Oh, ja, du kommst wieder. Grüß dich. Ja, feiner Stubi. Verdammt, tu es. Du warst mir ganz toll in der Zeit. Alles schön. Du musst mal dann immer überraschen. Das ist jetzt rot. Spaß mit deinem Handy, Madame. Armes Handy. Das war's, Madame. Aber das Handy freut sich jetzt. Ja. So, meine Freunde, es ist jetzt der zweite Tag. Lea hat ihr Handy zurückgesetzt. Und ich würde sagen, was hast du da noch eigentlich bekommen? So eine Polaroid-Kamera. Mini 87X, Madame. Und Bube darf der Erste sein, der das Motiv auf meinem Bild. Oh nein, hat sich bewegt. Ja, du bist auch dumm. Wie lange brauchst du denn? Ich muss ja auch noch durchgucken, ob das gut ist. Oh. Ja, Madame. Mittelgut. Halt genau, als er weggegangen ist, ne, Madame? Aber es ist nicht verwackelt, wenigstens. Nee, so, meine Freunde, aber damit würde ich auch sagen, ist dieser Weihnachtsvlog beendet, Madame. Das hätten sie nicht erwartet. Das kann man, das ist so das Endresultat des Vlogs. Ich hab schon eingerichtet. Yeah. TikTok ist auch schon installiert, da seht ihr so hässliche Sachen wie das hier. Hop up in a G. Das ist schon richtig hässlich, ne, Madame? Schön. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, meine Freunde. Geht auf heyshop.de und durch den besten, sexiesten Lightning-Merch der Welt. Hier mal eine ganz kleine Mini-Zusammenstellung von allen Leuten, die Lightning zu Weihnachten bekommen haben. Ja. Ja, ich würde sagen, das war's auf jeden Fall vom heutigen Vlog. Still count wins when they got it. On record, off record, I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record deals. Tell them tuck the collar for the quote. On record, off record, I.
want to act, not the ghost.